Weil ich muss lang. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, Perry, das kann böse enden. Perry, das kann böse enden. The Major has gone rogue. Go take him and his task force out to claim the Lass das Flugzeug neben hinten. Oh, Black Market Weapons. Ja, das Flugzeug neben hinten. Bin Backseat. Ja, ich komme. Are you ready to fly to the moon? I'm ready! Woo! Das ist aber dein Lieblingsgebäude. Oh je, warte, ich dann doch nicht rausspringen. Wo meinst du, die schießen? Ja, die schießen nicht auf uns. Wir haben zwei. Ja, weil bei ihm auch erst so restart. Okay, warte. Darf ich schon mal rausspringen? Du darfst rausspringen, ja. Ich wünsche dir viel Glück. So ein M2 ballert auf uns und der springt einfach raus. No risk, no fun. Die schießen sogar auf mich. Ja, was meinst du sonst? Nein, die schießen auf mich. Oh Gott, Alter. Ich wollte ja eigentlich landen. Und ich muss jetzt landen. Die wischen beim Airfield. Hier ja. Ich muss lang. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, Perry, das kann böse enden. Perry, das kann böse enden. Oh mein Gott, Perry. Ich hab's gelandet. Ich bin nicht explodiert. Obwohl der Landungsweg. Oh Gott, die schießen immer noch auf mich. Yo, oh, Perry, Perry, die haben eine M2. Ich brauche Hilfe. Ich bin gelandet, Perry. M2 ist tot, M2 ist tot. Ich bin gelandet, Perry. Ich bin 6 Kilometer da. Oh mein Gott. Oh! Nein! Scheiße! Wie wurdest du denn getötet? M2. Ich hab ihn zweimal getroffen. Doch, eins habe ich ausgeschalten und das andere müsste jetzt auch tot sein. Okay. Das Flugzeug kann ich nicht mehr. Das Flugzeug kann ich nicht mehr starten, du. Welches hast du ausgeschaltet und welches noch nicht? Ich müsste beide tot sein eigentlich. Zumindest die auf dem Dach. Ich weiß nicht, ob da vorne welche sind. Was für eine Waffe hast du noch? Ich empfehle dir auf jeden Fall einen Stein oder so, als ihn zu benutzen. Meinst du, die sind so gut? Ich habe hier leider keinen Stein oder so in der Nähe. Du brauchst auf jeden Fall Deckung, sonst wäre sehr schnell tot. Meinst du mal so einen Schuss weglaufen, einen Schuss weglaufen? Ja, selbst das könnte schwierig werden. Hm, die sind nach dem Reset echt brutal. Ja, du musst vorstellen, ich war jetzt 600 Meter entfernt. Ich sehe aber keine M2s mehr, aber ich will unbedingt dieses Gebäude stürmen, das ist mein Lieblingsgebäude. Ich habe komischerweise echt so oft FPS-Drops, ich weiß nicht, an was das liegt. Oh mein Gott, da ist einer, der hat einen ganz anderen Anzug. Das könnte der Bürgermeister sein. Aber irgendjemand schießt noch auf die. Ja, so ein bisschen werden von Spielern gemacht. Alter, der schießt aber jemand, aber der hat nicht meine Schüsse gehört. Das heißt, ich gehe mir da erstmal näher hin.
Snacky. Mucka. Snacky. Da schießt einer mit so Dauerfeuer und hier M249 oder so. Der kann gar nicht so weit entfernt liegen. Vielleicht hat er auch deswegen meine Schüsse nicht gehört. Taktisch gesehen kann ich jetzt den Bürgermeister oder was er sein soll ausschalten. Und taktisch gesehen hat eben jemand auf die geballert, deswegen habe ich Angst. Aber ich schieße einfach mal. Kentucky is losing connection. Seitdem die Bots nicht mehr alle auf einem Haufen sind, sondern alle verteilt sind, ist das echt schwer. Ja, weil die halt von allen Seiten schießen. Ja, weil du die von beiden auch nicht so wirklich wegsnipern kannst jetzt. Ich frag mich nur, wieso ich eben Einschusslöcher gesehen habe. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass da einer noch mit auf die geschossen hat. Dead Perry. Wieso? Was macht Perry? Perry war hier, ja, war Lothar mit Fahrrad. Ja, ich wurde angeschossen, hab noch 900 Blut, ey. Schießt du mit der M24? Ja, hörst du mich schon? Ja, 500 Meter bin ich von der Mission weg. Ja, du bist ja ganz an der Seite. Ich glaube, ich hab... Guck mal, ob du da hinlaufen kannst. Ich müsste alle Bots jetzt ausgeschaltet haben. Ja, ich fahr mit Fahrrad hin. Ja. Bist du sicher, dass alle weg sind? Ich sehe keine mehr. Ich laufe jetzt so. Okay, spiel Lockvogel. Oh, ich werd beschossen, hinter mir war einer. Nimm dir eine Waffe, verteidige das. Da war ein Spieler, ich wusste es doch. Nimm dir eine Waffe, Bots müssen alle tot sein. Bin dabei. Camp dich in der Villa ein, wir holen die Villa uns. Wer ballert? Jetzt hat er mich gesehen, mehr mich. Weißt du, wo der ist? Ja, der sitzt neben mir. Der Bot Maus. Oder? Ne, der Spieler. Kann Perry den holen? Den Bot, ja, aber Wieland. Ja, jetzt hat er mich. Der wusste, wo ich saß. Das ist auch der Typ. Ach, das ist einer aus dem Stream. Oder? Leopard 92. Ne, ich glaube, wir haben Leonard 92. Oder Leopard, ich weiß es nicht. Wo ist die Kiste? Die ist unten in der Mitte, ne? Mhm. Dann kann ich ihn, warte, vielleicht kann ich ihn beim Looten töten. Der ist auch direkt da. Ich stand da in der Mitte, ich weiß aber auch nicht, wie er mich gesehen hat. Der Bot steht am Haupteingang, also auch da, wo die Kiste ist. Der läuft nur weiter raus. Ja. Jetzt habe ich sogar eine bessere Sniper. Eine SD-Sniper.
Nice. Eine MK17 ist die. Die ist nicht gut. Ne, die ist nicht gut. Die kann nur bis zu 400 Meter schießen. Ja, aber das ist keine 400 Meter entfernt. Warum musst du schon mal gesagt? Okay, da läuft ein Bambi rein. Oh, da ist, ich sehe den Typen sogar. Der lootet da gerade. Ich töte den, sobald ich ein bisschen weniger erschöpft bin. Okay, der ist jetzt im Gebäude mit dem Bambi. Die Sniper ist echt nicht gut. Ich sag dir, die ist schlimmer als Venturas. Die Venturas kann wenigstens treffen. Aber die MK17 Sniper ist der. Aber mit der kann ich in Nahkampf gehen. Die Frage ist nur, wie viele Leute da sind, ob das jetzt zwei oder einer ist. Aber wenn dieser Leopard, wenn der Leopard da ist, dann sind es auf jeden Fall noch zwei. Ich bin auch in 1,9 Kilometer da. In 7. Okay, dann warte ich auf euch. Fuck. Wurdest du entdeckt oder was? Nee, aber ich hab ja daneben geschossen. Ich werde aber trotzdem versuchen, mich anzuschleichen. Kannst du mir sagen, wo deine M24 liegt? Ziemlich nah. Ich bin jetzt wieder ziemlich nah am Gebäude. Oh, der hat mich, glaube ich, gesehen. Ja, der hat mich gesehen. Okay. Jetzt habe ich echt ein Problem. Jetzt hat er mich. Ich werde sogar beschossen. Von der anderen Seite. Aber das Gute ist, der hat so eine übelste One-Hit-Sniper und ich konnte einfach durchlaufen. Halte durch, ich bin da. Oh, ach yeah, Mann, let's have some fun! Wo kann ich hier hoch? Oh no! Wo bist du gestorben? Ich? Ach, da bist du gestorben. Lol, du kannst doch nicht da campen. Nee, ich stand unter der Treppe. Aber ja, der kam danach direkt um die Ecke. Man konnte dich von allen Seiten da sehen. Mhm, ich stand da so in der Ecke, dass das nicht ging. Doch, ich sehe deine Leiche hier. Ja, weil ich danach rausgerannt bin, weil ich versucht habe zu töten. Oh, ich höre Schüsse. Ja, ich habe einen getötet. Oh, ja, das war der. Aber da ist noch einer. Good job. One more? One more? Come on! Ich glaube, da ist noch einer. Aber war das für eine Waffe? Das war nicht die SD. Ich habe die SD gehabt. Aber der Sniper hat einer noch auf die Base zu. Ich guck mal eben, ob der das war. Open Launch Gun Jake DMR. Nee. Das hat ja alles so aus der Kiste. Da waren zwei DMRs und so drin. Okay, weil der hat keine Muni dafür. Ne, Munition nicht dabei. MSR, ist das eine One-Hit-Sniper? Ja, ne? Ja. Dann war ja, das vielleicht das... doch der. Ich komme jetzt auch, ich bin jetzt kaum 100 Meter nah an. Ne, da ist noch einer, Oh, I'm coming, okay? Ich komme mit Fahrrad. Lol, that was. Er hat mich durch die Wand getötet. Ey, das Game ist. Oder hat er mich. Oh nein, er hat mich durch die Scheibe getötet! Ich Idiot. Hat er gut gemacht. Der ist ganz oben auf dem Dach. Wahrscheinlich jetzt in der Mitte. In der Mitte oben auf dem Dach war eine Scheibe und da hat er durchgeschossen.
In meinem Lieblingsgebäude gestorben. So, auf der Treppe gestorben. Ja, in der Mitte. Pass auf, du darfst meine Leiche nicht looten. Du musst unten eine Leiche draußen looten und dann Ja, habe ich reingehen. schon, habe ich schon. Ich Okay, guck das ist da gerade auf deine drin. Leiche. Pass auf, in der Mitte vom Dach ist ein Loch, ist ein Glasloch. Da guckt er durch. Meinst du, er rennt nicht gleich runter vielleicht? Weiß ich nicht. Könnte sein, aber muss aufpassen, weil wahrscheinlich kommen da jetzt neue Leute. Die spielen auf jeden Fall mindestens zu zweit zusammen, weil die haben im Team gespielt. Die ganz dicken Waffen waren aber bei dem einen. Der liegt in der Mitteletage. Aber das ist nur One-Hit-Sniper. Nimm lieber eine automatische Waffe. Ich hab meinen Dragon noch gerade in der Hand. Oder du läufst hoch und versuchst ihn einfach wegzurushen. Was hat der für eine Waffe? Ich glaube, ein Standard, also zwei, drei Schüsse wirst du überleben. Nee, der hatte irgendwas, dem R-Technisches, aber ich habe auf jeden Fall zwei Schüsse. Ne, eigentlich den ersten Schuss habe ich überlebt mit dem Beinbruch. Aber der hat auch extrem schlecht gezielt. Der konnte halt nur extrem lange zielen, weil der hat meine Beine durch dieses Glas gesehen, was ich nicht wusste. Oh, ey, das war echt dumm von mir. Ich habe Kann ja jetzt mal die passieren. M249 Scope genommen. Ich renne da jetzt hoch. Macht dann aber ohne Zoom, ne? Nicht so wie Ja. Perry im Livestream. Perry, ich vergesse den Livestream nicht. Ja, klar, hat er mich einfach so um die Ecke weggeschossen. Aber ich hab den auch. Okay. Schneller Counterkill, das heißt, Perry ist der Nächste, der da ist. Ja, weil der andere braucht etwas länger, der ist jetzt gerade Gut. gestorben. Perry, du musst sofort reingehen. Wie lang draußen noch? Wie viel Kilometer? 4,2. Okay. Der liegt auch oben. Ein Sniper war richtig weit entfernt, aber ich glaube nicht, dass er kommen wird, weil der gesehen hat, wie viele Leute da sind. Okay, ich bin jetzt drin. Ich nehme an. Ist akzeptiert, Perry? Ich gehe hoch. Ich hoffe, hier ist keiner. Da ist meine Leiche. Ich habe aber die Leiche hier. Müsste ich eigentlich euren Namen sehen oder sowas? Wenn du in der Nähe bist, Wenn du ja. näher Achso. bist, 300 Meter, 300 Meter siehst du. Okay, dann kein Wunder. So, Large Gunbag. Okay, ich habe die ganzen Waffen hier. Die MSR habe ich auch. Sehr schön. Zwei DMRs, zwei M14. Damit können wir schon mal verkaufen und equippen. Hatte. Oh. Schüsse! Weißt du woher? Oben aus dem Wald. Ist eine M110. Aus welchem? Ich weiß es nicht genau. Hast du GPS? Ja. Westen, nee, Osten, Osten. Osten, Aus dem okay. Osten. Osten? Von der anderen Seite. Ja. Von da komme ich jetzt. Meinst du, du kennst den, wo der ist? Okay, dann werden wir das Ding verteidigen. Bandagierst du dich? Nein. Oder war der Sound jetzt? Ich höre den Sound, aber. Ich Dann habe ist mich da nicht jemand. bandagiert. Kann auch Soundbug sein. Und unten sind auf jeden Fall alle Leichen weg. Es war in der Kiste noch etwas? Ich gehe mal eben gucken. Eine Kiste ist mega viel, ne? Ja, in der Kiste ist noch so viel. Da ist eine Dragunov und alles Mögliche. Glaube, ich sehe den. Schießt kein Bombi ab, ne? Ich laufe jetzt auch vom Osten da irgendwo. Ich glaube, da hinten liegt jemand. Ich würde gerne kurz zoomen, Wo genau? aber. Ja, da liegt er. Du siehst auch diese goldenen Bäume da. Da liegt er. Im Osten? Ja, im Osten, da ist so ein goldener Baum. Baumhaufen so. Ich suche alles, ich sehe da gerade nichts. Ich bin eine Etage tiefer. Ich bin am Waldrand, ne, bei den Tannen. Nicht auf mich schießen, ich hab nix. Nee, der liegt da ja. Da kannst du ihn Bitte, töten, weil dann bin ich da in der Nähe. ich weiß nicht genau, ich muss mal eben. Ich kann versuchen. Ich komme mal eben nach oben, okay? Das sind 519 Meter. Okay, lässt mich ihm durch.
Okay, du siehst ihn. Da oben? Ich sehe da was hier. Ich guck mal, ob ich den von unten ablenken kann, so. Wo genau ist er denn da ungefähr? Mitte, rechts, links? Links. Ich hoffe mal, das ist der Wald, den ihr meint. Weil dann laufe ich jetzt in der Headshot. Ich sehe den nicht, Perry. Ich versuch's einfach mal mit dem Zoom zu gucken. Ich sehe den, ich sehe Quizzix, okay, Quizzix, ich sehe dich. Jo, ich sehe den. Ich sehe ihn, der ist, der schießt auf mich. Der ist direkt, ja toll, ich bin am Crunch tot. Da sind zwei, einer links am Waldrand und einer rechts am Waldrand. Einen habe ich. Einer ist noch rechts. Der ist weiter drinnen. Hast du den links oder rechts? Ich habe den linken, den rechts habe ja. ich weiß, wo die Schüsse herkommen. Der muss. Rechts. Ich sehe den. Der läuft in der Mitte vom Waldrand entlang. Jo, ich sehe ihn. Ich schieß gegen den Baum einfach. Ja. Weil du dem Auge, ich versuch laufen. Ich hab mich mitten auf den Berg gelegt jetzt. Ich sehe den leider nicht. Oh, irgendjemand schießt auf mich. Da schießt noch jemand, Perry. Ich muss weg, da schießt noch jemand. Ich weiß leider nicht mehr. Hast du den? Ja, du hast ihn, er blutet. Du hast ihn auf jeden Fall getroffen. Leider kann ich ihn da weiter nicht sehen. Siehst du den noch? Ich hab da Blutspritzer gesehen. Der hatte eine schlechte Sniper, der kann die glaube ich nicht so zeroen. Ne, der hatte glaube ich eine MG. Ich werde mal ein bisschen links herumlaufen, so. Mich von der Seite drauf. Also da fliegt ein Flugzeug, okay. Der hatte eine M240, müsste er haben. Ja, aber der hat glaube ich gewechselt, der hatte eine Dragunov im Endeffekt. Ja, der hat die leichten Typen gelootet, der lang. Ja. Der Baum hat den echt gut beschützt. Okay, ich sehe den dann nicht mehr. Soll man nicht gucken, dass wir so viel wie es geht mitnehmen und dann abdüsen? Ja, mach mal lieber, weil 45 Minuten Reset. 47. Perry, weil es könnte sein, dass die anderen gleich noch ankommen, weißt du? Der Leopard. Ja, und Peter. Nimm noch so viele Waffen mit, wie es geht. Ich hab dem erst und. Aber leider keine dem Air-Muni, wa? Nee, da war gar keine drin. Können wir aber kaufen. In meiner Leiche unten waren dem Air-Muni. Die kommen, da können wir vorbeilaufen, wenn du willst. Ich komm zurück. Okay. Dann laufen wir, okay? Jojo. Ich steig's auf Fighter. Hast du auch eins? Ja. Okay, ne, wenn hier nichts ist, fahren wir noch einmal rückwärts, sonst düsen wir wirklich ab. Wir müssen mit dem Fighter fahren, weil mein Gewicht ist einfach zu groß. Ich habe 4 Waffen mit meiner 5. Ist wahrscheinlich despawn. Ist schon länger her, dann düsen wir ab Richtung Airfield. Haben wir für Quizzix eine Waffe, haben ordentlich Loot rausgeholt. Leider öfters gestorben. Aber. Naja. Man muss einmal verbringen. Einmal richtig dumm gestorben. Einmal hinterhältig, von da hinten getötet worden. Aber die Sache ist, klar hätte ich campen können, warten, bis jemand anders die Mission macht, ja. Aber wenn jemand anders die Mission macht, das kann Stunden dauern.
Deswegen wollte ich unbedingt die Mission machen und dann schnell in die Villa reinlaufen. Und währenddessen hat mich einer. Währenddessen hat mich einer von hinten getötet. Aber wir haben das Wichtigste. Das Wichtigste war die MSR und die Munition, denke ich. Die MSR ist cool. Weil das Lapur Magnum. Nur, dass die viel cooler drauf ist als die Lapur Magnum. Und die sieht echt geil aus, so. Leute, merkt euch eins, niemals aufgeben. Wir haben nicht aufgegeben, wir haben die Villa bekommen. Die Waffen sind auch unsere gewesen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen oder über einen Kommentar. Das nächste DayZ-Video kommt am Freitag. Haut rein, bis dann, ciao.